Am 7. Juni 1865 schlug die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr Regau. Eine Feuerspritze muss her, so der damalige Beschluss des Gemeindeausschusses. Die Gemeinde hat damals eine neue Feuerwehrspritze, so haben wir es damals genannt, gekauft, weil in Regau hat sie sehr viel getan. Also es waren viele, viele Brände damals und da war die Zusammenarbeit schon sehr, sehr gut. Und das hat sie bis heute fortgesetzt. Anders geworden ist in Regau in den 150 Jahren das Feuerwehrwesen. In 150 Jahren ist die Bevölkerung gewachsen. Wir sind knapp 6.700 Einwohner. Wir haben über 2.000 Gebäude in der Gemeinde. Wir haben etliche Gewerbebetriebe, Großbetriebe. Wir haben Autobahn, wir haben Schienenverkehr, wir haben die B145 und all das ist unser Einsatzgebiet. Und natürlich die Bevölkerung. Zudem sind wir ja dort zum Schutz der Bevölkerung und das ist natürlich schon eine sehr immense Aufgabe. Zu rund 250 Einsätzen werden die 113 Florianer jährlich gerufen. In Katastrophenjahren können es aber auch schon mal 400 sein. Alles ehrenamtlich. Wie der Grundgedanke schon sagt, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, ist halt einfach der Gedanke bei mir so gewesen, wie auch bei vielen Jungen, dem Nächsten zu helfen, sich freiwillig in den Dienst zu stellen, für den anderen da zu sein, in jeder Art und Weise mitzuhelfen, da zu sein, aber auch zwecks der Kameradschaft, um miteinander was zu unternehmen. Für das 150-Jahr-Jubiläum wurde viel unternommen. Feuerwehrfotos einmal ganz anders, zum Beispiel für den Jubiläumskalender. Feuerwehrleben und Kameradschaft in allen Facetten. Storch aufstellen, Wettbewerbe, Nachwuchsarbeit und natürlich lebensrettende Einsätze. Es hat jeder seine Aufgaben. Wir sind so als Freiwillige Feuerwehr sehr vielfältig, also wir müssen eigentlich alles können, von der Tierrettung noch bis zur Menschenbergung aus den Fahrzeugen. Und da muss einfach jeder Handgriff sitzen und das ist einfach, wenn man weiß, man kann sich verlassen auf den anderen und das geht uns alle miteinander und durch das ist das einfach immer, dass du zu einem Einsatzdruck kommst und das passt. Ernst Staudinger ist seit 40 Jahren bei der Feuerwehr. Seit 1988 ist er der Regauer Kommandant. Beim Festakt gab es dafür die Bundesfeuerwehrverdienstmedaille zweiter Stufe. Es ist eine besondere Auszeichnung des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes in dieser Kategorie, also dieses Verdienstzeichen in Silber. Und wir haben uns selber ja natürlich da auch Regeln gegeben und das wird nicht einfach mehr so vergeben. Und ich glaube gerade der Ernst Staudinger ist einer, der es wirklich verdient, der es verdient hat, vielleicht länger verdient hätte, aber umso schöner ist es im Zusammenhang mit einem Jubiläum der eigenen Feuerwehr das überreichen zu dürfen. 92.000 Feuerwehrleute gibt es in Oberösterreich, 885 freiwillige Feuerwehren, knapp 6 Millionen Einsatz- und Arbeitsstunden in mehr als 58.000 Einsätzen waren das im Jahr 2014. Die Freiwillige Feuerwehr ist Garant für die Sicherheit, ist bei den Menschen, hilft in kleinen und in großen Dingen und ist eine unbezahlbare Stütze. Das modernste Gerät helfe aber nichts, wenn es nicht die fleißigen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden gäbe. Und das 24 mal 7 mal 365. Danke dafür.